Hallo und herzlich willkommen zurück zu Expedition Zero. Ich muss jetzt gerade kurz überlegen, wie das Spiel nochmal heißt. Dem schönen Horrorspiel. Ja, was ich bekommen habe, die Demo. Und der Printer ist fertig. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Der immer noch produziert ohne Ende. Das ist ganz toll. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was der Flexi uns eigentlich da in der Zukunft, in der Vergangenheit hier gelassen hat. Was wollten wir denn eigentlich? Was kann ich eigentlich hier droppen? Was passiert hier mit Drop? Gar nichts, okay. Item. Ich kann mal ein paar Sachen wegbringen. Ich weiß gar nicht, was war denn gewesen? Genau, wir kamen aus dem Dorf, glaube ich, nicht mehr raus, ne? Rope with Motor, ja, schön. Machine Repair Kit. Haben wir, ja, wut. Plasma Head. Haben wir nicht schon mal einen Plasma Schneider gebaut? Ja, ne? In der letzten Folge, glaube ich schon. Wo ist der? Stand da nicht was mit Equipped oder so? Plasma Schneider. Ich guck gerade mal. Nein, sieht nicht so aus. Hä, wo ist denn der Plasma Schneider? Bin ich jetzt blind? Plasma Head? Oder wollten. Hä? Hat der nicht gespeichert? Moment, ist die Tür noch zu. Der hat nicht gespeichert. Oh nein! Verdammt. Okay, wir wollten den bauen. Also, Transformator, Plasma Head. Was brauchen wir dafür noch? Wieso hat er das denn nicht gespeichert? Ich hab doch extra gespeichert. Na toll, dann müssen wir es nochmal machen. Achso, übrigens, der Research Table ist mir aufgefallen. Wir kriegen jedes Mal, wenn wir zum Beispiel zum Dorf gehen oder so. Oder wenn wir, aber komisch, den Printer hat der doch auch gespeichert, dass der das weiter... Naja, okay. Ein Kontaktor brauchen wir noch dafür. Okay. Dann lass mal gucken. Hier, herstellen. Print. Okay, stellt her. Jedes Mal, wenn wir irgendwo was, zum Beispiel abbauen, jetzt zum Beispiel im Dorf... Irgendwas sammeln an Ressourcen oder irgendwas entdecken, wie zum Beispiel so ein Zettelchen oder so... Dann kriegen wir... Research-Punkte. Und mit diesen Research-Punkten ist es möglich, beziehungsweise besteht die Möglichkeit dann, dass wir an dem Table dann quasi neue Sachen erforschen. Das ist quasi wie so ein Erforschungstable, das hier. Also hier werden wir dann neue Sachen dann erforschen, wie zum Beispiel, wir haben jetzt den Plasma-Cutter haben wir jetzt freigeschaltet. Und warum er nicht gespeichert hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal die ganzen Sachen freischalten. Und, ja, und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal ins Dörfchen. Wir werden wahrscheinlich auch, ich weiß gar nicht, ich wollte nochmal gucken, wo hatten wir denn Interact Map Light? Wir können sogar leanen. Lean on! Düp, 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 düp. Wir hatten irgendwo eine, ich hatte beim letzten Mal eine, Diary, genau, eine Story gefunden. Hier. Ich würde das gerne mir einmal schnell übersetzen. Mit so einem Übersetzungstool. Ihr wisst, ich bin im Englischen nicht ganz so mächtig, aber... einfach mal so grob übersetzen einfach. Warte mal. Mach das mal so. So. Das ist es. Könnte ich mir vorstellen, dass das erste Wort oder die erste Zeile so ist. Ich glaube... So, gucken wir mal. Also... nein, ich hätte es andersrum. Genau, so. Das ist es. Dies ist der Tag, an dem ich hinter all dem alten Selbst zurückblicke. Also hängt alles von diesem tatlosen... Ein Mann der wahren Wissenschaft, verloren unter dem schlechten Einfachen. Wenn ich an die Station 1 zurückkomme. Es wird mein aktuelles Selbst prüfen, da ich meine Stärke habe. Okay. Also jetzt nichts Besonderes. Er findet sich selbst. Keys. Achso, hier stehen dann, okay, Run. Inventory, Diary, HR, Flashlight, Mittelmaus, PS Pause. Okay, PS Pause? Lol. Dass es sowas noch gibt mittlerweile. Unglaublich. HS Diary, hallo, so. Move, lalala, okay, Elevator. Maschinenparts, genau.
Das ist ja eigentlich relativ simpel. Haben wir ja schon. Und das Snowmobil ist dann wahrscheinlich das dritte, was wir machen. Wahrscheinlich ist dann die Demo zu Ende, würde ich jetzt mal behaupten. Die Teile kriegen wir, denke ich mal, im Laufe des Spiels, wenn wir dann weiter erforschen. Aber ich weiß immer noch nicht, wie viel Essen bekommen. Oh, wir können alles herstellen jetzt. Holy shit. Hat er den Kontaktor jetzt hergestellt? Tatsächlich, habe ich einfach im Inventar. Construct. Ich würde es vorsichtshalber mal speichern, wenn ich den Plasma-Cutter habe. Einfach, weil, ja. Du weißt schon, warum. Weil es noch eine Demo ist und ich laut Menü noch gesehen habe, habe ich gar nicht erwähnt. Es ist tatsächlich nur eine Alpha-Version. Hier kann man es, glaube ich, gerade nicht sehen. Ich würde es aber gerne mal... Man kann gar nicht speichern, fällt mir gerade auf. Das ist ja ganz toll. Stimmt, ich konnte nicht speichern. Das war das. Okay. Nicht schlimm, wir haben den Plasma-Cutter. Das heißt, wir werden erstmal... Boah, da müssen wir das mit dem Keller ja auch nochmal machen, oder? Müssen wir das mit dem Keller dann auch nochmal machen im Dorf? Also mit dem Jungen frei und so? Oh yes. Elevator to the underground, where we kept our first subjects. Heißt das? Heißt das, wir müssen... Wir müssen nochmal in die Mine? Ich halte das für eine sehr schlechte Idee, wohlgemerkt. Also, das ist keine gute Idee, in die Mine zu gehen. Us. Hm. I completely forgot about this one. So young. Unten steht es, 5 Discovery Points bekommen. Seht ihr? Also, wir bekommen dafür halt Punkte, wenn wir hier alles erforschen, erkunden. Und jetzt finden wir hier raus, dass hier... Genau, einen Hammer brauchen wir um Maschinenteile. Wir haben noch keine Maschinenteile. Ich bin gespannt, wo dieser Fahrstuhl hinführt. Ich lasse mich sehr überraschen. Gut. Draußen war auch noch was zum Öffnen. Dass das Spiel nicht bei... Da müssen die auf jeden Fall noch was tun, bevor das Spiel rauskommt. Bevor die Vollversion kommt. Wohlgemerkt. Ich weiß nicht, wie gesagt, ob hier zum Beispiel noch Animationen reinkommen. Weil für eine Demo... Alpha-Demo wohlgemerkt. Oder Beta, ich bin mir jetzt nicht genau sicher. Ist es aber schon relativ cool gemacht. Hat noch hier und da ein paar Mankel. Wie gesagt, es ist ein bisschen abgestürzt. So. Konnte man hier nicht Holz oder so mitnehmen? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwo war... Oder? Hier war noch was. Bevor wir gleich losziehen, würde ich dann einmal auch die Taschenlampe einmal aufladen. Bam. The family we relocated from here. All dead. Ich kann das nicht so gut drehen. Okay, ja gut. 15 Discovery Points. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich 30 haben. Nee, Quatsch. 10 da. Doch. Nein, 20, Entschuldigung. Oh, Crowbar ist kaputt. Alles klar. Crowbar needs repair. Gar kein Problem. Ein Rotor haben wir gefunden. Genau, hier lag doch noch irgendwo was, ne? Hier. Device Frame. Okay. Stimmt, die ist beim letzten Mal auch kaputt gegangen. Ich erinnere mich. Entschuldigung, dass wir es nochmal machen mussten. Wusste ich jetzt nicht, dass er nicht gespeichert hat. Komisch eigentlich. Vielleicht speichern wir einfach nur, wenn wir schlafen. Ich bin mir nicht sicher. Something is broken. Was? Machst du mal die Tür zu? Okay, haben wir noch ein Repair-Kit bei uns? Warte mal. Ich lade mal eben die Batterie auf. Kann ich einfach weglaufen? Ah, okay. Wir müssen einmal die Batterie aufladen. Jetzt machen wir sie aus, da geht es ein bisschen schneller. Und dann gucken wir mal. So. Sehr schön. Finde ich cool, dass wir da endlose Ressourcen haben. Crowbar. Need a repair kit. Haben wir doch, glaube ich, ne? Aber wir brauchen wahrscheinlich mehr Repair Kits, ne?
Tool Repair Kit. Haben wir da einmal Machine Repair Kit. Plastik Scrap. Das ganze Scrap Zeug würde ich mal eben schnell lagern. Also die ganzen Ressourcen, die wir hier haben. Einfach mal rüberpacken. So, da unten kommt jetzt das Retool Repair Kit. Plastik Scrap packe ich weg. Rope with Motor behalte ich jetzt erstmal wegen Dings. Weil wir ja, haben wir eine neue Message? Nein. The radio doesn't have any new messages. Alright. Alright, 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 alright. Ich meine, ein Repair Kit reicht nicht aus. Das habe ich mir gedacht. Jetzt wünsche ich mir, dass das noch ein bisschen schöner wird. Das ist so. Ja, ist cool, aber ich weiß nicht. Was brauchen wir denn für Tool Repair Kit? Plastikkomponenten. Können wir die herstellen? Ja, können wir. Machen wir drei Stück. Oh, wir brauchen mehr, ne? Oha. Ja, dann lassen wir ihn mal machen. Dann können wir ein paar Repair-Kits herstellen. Plasma-Cutter, ja. Electric-Motor. Maschinenteile. Wir brauchen ja noch für den... Was war das nochmal gewesen? Unsere Hungeranzeige, ne? Wir müssen auf jeden Fall mal los, irgendwie was zu essen organisieren. Bevor wir wegsterben. Pass auf. Wir lassen das jetzt erstmal so, wie das ist. Die Crowbar, ja. Würde ich gerne noch reparieren. Plasma-Cutter behalte ich. Die Axt auch. Und Rover-Motor. Das lasse ich mal alles im Inventar. Ich weiß jetzt nicht, wie lange er braucht, aber unsere Hungeranzeige hier unten ist nicht amused darüber. Ich habe auch noch nichts zu essen gefunden. Das wird noch ein bisschen dauern, ne? Und vor allem brauchen wir da... Oh Gott, das wird dauern. Okay, pass auf. Komm, scheiß drauf. Ich will jetzt einfach mal gucken. Ist eh nur eine Demo, wie gesagt. Komm, wir gucken jetzt einfach mal... Something that I brought with me. What? Okay. Maschinenteile. Finden wir in der Farm. Rope with Motor, Axt, Hammer und Plasma-Cutter. Nehmen wir mit. Der wird jetzt so oder so wiederkommen. Aber wo finden wir die Maschinenteile? Wir müssen bestimmt jetzt nochmal runter, ne? Weil das hat er bestimmt nicht gespeichert, wo wir da waren. Würde ich verwetten. Es sieht immer noch... Ja, es sieht immer... A large storm is incoming. It's extremely cold. Oh, shit. Hat er nicht gespeichert, der Hund. Der Hund! Es ist laut! Und Hungeranzeige ist wieder voll. Hä? Verstehe ich nicht. Ist mir ein Rätsel. Mit Hungeranzeige bin ich mir jetzt nicht so... Oh. So... So nämlich war das beim letzten Mal nicht. Hat das ein Update bekommen? Mach schneller! Oh, der war genau hinter uns! Der war genau hinter uns, Alter! Drecksack! Beim Einhaken hat er uns gekriegt! Nein! Was zur Hölle? Fuck! Scheiße! Was? Nein! Oh, die Folge fängt ja schon gut an, alter Schwede! Oha! Es ist so... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Okay, dann würde ich sagen, probieren wir es doch gleich nochmal. Also, ich nehme mit Rope with Motor, Axt, Hammer, Plasma-Cutter. Crowbar ist eben einmal, brauchen wir nicht. Alter, aber den Generator mache ich an. Das schaffen wir. Oh Gott.
A large storm is incoming. Oh. It's extremely cold. Yes, yes, of course. Well, pass auf, wenn der da... Wenn der da lang schlawenzelt... Jetzt haben wir komischerweise wieder mehr Hunger. Hä? Ich verstehe das mit dem Hunger noch nicht so ganz. So neblig war das beim letzten Mal nicht. Bin ich mir ziemlich sicher. Lass mich durch, Mann! Komm, 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 komm. Alter, wie du uns einfach gekriegt hat beim Einhaken, die Sau. Okay, wir sind... Der Sack ist genau über uns. Hier ist der kleine Junge, ne? Den mussten wir retten, genau. Okay, komm mal mit, Kleiner. Ich muss jetzt erstmal... Hier unten kommt der ja, glaube ich, erstmal nicht hin, ne? Genau. Gibt's hier was zu essen? Nee, ne? Wie konntest du hier überleben? Hast dich hier versteckt, ne? Solange diese Musik im Hintergrund läuft, bin ich hier... amused as fuck. Das hört der. Der ist über uns. Ich glaube, der ist nicht sehr amused, aber war... Oh, ho, 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 ho. Und können wir auf jeden Fall auch Strom machen, alles. Maschinen-Repair-Kit, ja, schön. Ich muss darauf aufpassen, dass ich hier alles mitnehme, was man hier so mitnehmen kann. Boah, das hört sich so an, als ob der direkt neben mir wäre. Lass das! Der weiß immer, wo wir sind. Immer. Der Drecksack, der weiß immer, wo wir sind. Ich kann die Tür nicht zumachen. Wenn er jetzt runterkommt, dann sind wir im Arsch. Aber jetzt habe ich den Jungen schon mal gerettet. Okay, you saved the child, but her family is dead. Okay, und das heißt? Das heißt jetzt? Sorry, Junge, muss ich allein lassen. Mach's gut. Mit dem Monster. Viel Spaß. Ich will da nicht hin. Okay, wir stellen fest. Ich würde das Fass halt gerne looten hier, aber ich weiß nicht, ob der dann kommt. Oh, der ist über uns. Ich dachte schon, Alter. Haben wir denn jetzt Maschinenteile bekommen? Maschinen-Repair-Kits haben wir bekommen, aber keine Maschinenteile. Ich weiß halt nicht, wie Maschinenteile aussehen. Das ist das. Und ich weiß auch nicht, wo die sind. Oh, warte mal. Weiß der jetzt, dass die Tür auf ist oder nicht? Das ist jetzt so meine Frage. Einfach mal so spontan gefragt. Ich sehe schon, komm, der steht gleich vor mir.
Der weiß auf jeden Fall, dass wir hier sind. Der weiß auf jeden Fall, dass wir hier sind. Ja, 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 das weiß der. Aber ich glaube nicht, dass der weiß, dass die Tür auf ist. Und der ist... Ja, den lassen wir auch mal in Ruhe. Ich weiß, vom letzten Mal habe ich noch einen Schocker von dem bekommen. Wo war denn? Hier war noch ein Fass. Das Problem ist, wir müssen noch ein bisschen auf Gewicht achten, ne? Guck mal hier, Gewicht ist schon fast voll. Nicht mehr zu viel mitnehmen. Die Frage ist nur, wie können wir dem entkommen? Weil beim letzten Mal hat er ja gesagt gehabt, ja, entkommen ist nicht, weil wegen Sturm. Ja, weil wegen Bodennebel. Könnte genauso sein. Okay. Die Frage ist, wie macht man denn hier unten den Generator an? Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Oh, gelber Nebel. Hm. Naja. Weil normalerweise müsste ja eigentlich an sein. So, ich grapple mal nach oben. Ich hoffe, der kommt mir jetzt nicht entgegen. Dann habe ich ein Problem. Dann habe ich jetzt echt ein Problem, wenn er mir jetzt entgegenkommt. Und ich muss immer noch, wie gesagt, Maschinenteile finden. Power on? Hä? Ich habe den Generator doch aktiviert. Ich weiß nicht, wo... Das Problem ist, ich sehe halt nichts, ne? Ich hab da den Generator angemacht, oder? Ah nee, wir sind... Oh nee, Moment, doch, wie wir gestorben sind, habe ich den nochmal angemacht, oder? So, ich bin jetzt mal hinter dem Häuschen. Weiß nicht, ob hier... Hier wohnt der Kläuschen. Irgendwas zum Mitnehmen hier? Wir müssen also nochmal den Generator anmachen, aber was bringt uns das? Ist im Keller dann auch Strom? Also ich meine mich... Weil mich entsinnen zu können, da war es nicht so gewesen, aber ich kann mich auch täuschen. Oder müssen wir den hier lang locken dann? Ist übrigens aufgefallen, das Spiel war doch sehr dunkel gewesen. Weiß nicht, kann ich das heller machen? Nein, natürlich nicht, ne? Shit. Wir frieren irgendwie. Bloody-Temperatur geht runter. Warum geht unsere Bloody-Temperatur auf einmal runter? Das war doch beim letzten Mal nicht so. Weil wir ihm näher kommen, warum? Mann, ich will den Generator anmachen. Wieso sterben wir? Warum sterben wir? Hier steht genau im Generator, ne? Ich muss nur den Generator anmachen. Mehr muss ich nicht. Wieso sterben wir? Eigentlich wollte ich... Wieso nimmt der das Spiel so komisch auf? Was für eine Größe nimmt der jetzt eigentlich auf? Hä? Wieso ist das Bild so komisch? Mist, genau jetzt. Was ist denn hier los? Wieso ist das Bild so komisch? Warte mal. Ich muss erstmal in Sicherheit. Ho, ho, ho. Aber das war die ganze Zeit nicht so. Was ist denn da passiert? Ich fix das sofort. Kleinen Moment. Wir verlieren Leben, aber warum?
glaube, wir sterben, oder? Und wieso Fullscreen? Ja. Fullscreen. Ja. Okay, jetzt. Go back. Jetzt ist wieder da. Okay, sorry. Weiß nicht, was da los war. Ich glaube, wir sollten mal irgendwie vielleicht mal... Ich glaube, ich sterbe, aber warum? War beim letzten Mal nicht so. Ich kann doch nicht rennen. Ich habe aber sofort keine Ausdauer mehr. Ich glaube, ich werde sterben. Ja, ich würde gerne irgendwo ins Haus gehen, um aufzuwärmen, wenn das geht, aber... Geht nicht. Da gleiten wir direkt wieder aus Haus raus und sind wieder im Haus. Hä, ich... Hä... Okay. Wisst ihr was? Wir machen in der nächsten Folge eine neue... Oh nein, wieder von vorne. Ich muss schon wieder den Plasma-Cutter herstellen. Nein. Ich dachte schon. Okay. Okay, pass auf. Wir machen eine weitere Folge und dort werden wir dann mal sehen, wie... wir das Vieh dort bekämpfen. Ich sammle nochmal hier ein paar die Sachen ein. Oder was heißt, wie wir das bekämpfen? Beziehungsweise, wie wir dort quasi ja, vielleicht entkommen. Oder vielleicht auch endlich die Maschinenteile sammeln. Und das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Vielleicht wird es nur noch eine Folge. Ich bin mir nicht sicher. Mal schauen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr einschaltet. Also, bis dann. Tschüss.